Hallo meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mir mal wieder zuschauen nach so langer Zeit. Es gibt in Spanien nichts Neues, natürlich eine neue Plusvalía, die Wertzuwachssteuer, wurde komplett neu geregelt seit November 2021. Das müssen Sie wissen und dazu sollten Sie sich das nachfolgende Video anschauen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mir wieder zuschauen und vielleicht, das hoffe ich fast sogar, haben Sie sich mal gefragt, warum hören wir von dem Reichmann nichts, ist in Spanien nichts mehr los, passiert da nichts mehr? Nein, aber manchmal hat man auch andere Dinge zu tun und eine Pause ist ja manchmal auch nicht schlecht, aber ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das ist nicht das letzte Video, es sind noch einige andere, die nachfolgen werden, das können Sie ganz, ganz sicher sein. Aber der konkrete Anlass dieses Videos ist schon wichtig. Denn wir haben eine wichtige gesetzliche Änderung und die betrifft die Wertzuwachssteuer, die Plusvalía. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, an das Sie sich vielleicht möglicherweise erinnern werden. Da muss ich leider gedanklich und inhaltlich einen Teil von streichen, und zwar den Teil, der mit der Bemessungsgrundlage zu tun hat, also den Betrag, auf den dann schließlich die konkrete Steuer berechnet wird. Das hat sich nämlich geändert. Ich muss leider noch mal ein bisschen zusammenfassen, aber Wiederholungen sind ja manchmal auch nicht so schlecht. Was ist denn überhaupt die Plusvalía? In Wahrheit heißt die Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Jetzt versteht man sofort, warum diese Steuer kurz nur Plusvalía genannt wird. Es ist eine Gemeindesteuer, ganz, ganz wichtig. Die bleibt also im Gemeindesäckel und wird nicht an den Zentralstaat weitergeleitet. Ist eine ganz wichtige Einnahmequelle für die Gemeinden. Weiterer wichtiger Aspekt dieser Steuer ist, dass sie nur den Grund und Boden, den Wertzuwachs an Grund und Boden versteuert, nicht also der Aufbauten. Deswegen ist sie also bei einer Eigentumswohnung relativ gering. Und der letzte wichtige Satz dazu ist, nicht zu verwechseln mit der Einkommensteuer, die jeder Verkäufer beim Verkauf auf den Gewinn zu bezahlen hat, diese 19% bei natürlichen Personen. Das hier ist eine ganz andere Steuer und muss zusätzlich gezahlt werden. Sie unterliegt im Übrigen der Plusvalía und unterliegt im Übrigen jede Form der Übertragung, also nicht nur der Wechsel des Eigentums, ein Verkauf, sondern auch bei Nießbrauch und Wohnungsrechten, wenn also jede Form der Übertragung stattfindet. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist kompliziert genug, hoffentlich kommt jetzt der einfache Teil. Leider nein. Es ist nämlich so, dass diese Steuer nunmehr geändert worden ist, wie gesagt, was die Bemessungsgrundlage angeht. Und warum ist sie geändert worden? Sie ist geändert worden, weil sie festgesetzt wird auf rein objektiven Parametern der Gemeinde. Also die Gemeinde hat irgendwelche Sätze, Wertansätze und dann Koeffizienten. Danach wurde die Steuer berechnet. Es blieb dabei völlig außer Betracht, ob der Steuerpflichtige einen Gewinn erzielt hat oder nicht. Das heißt, selbst wenn ein Verlust erwirtschaftet wurde im Rahmen eines Verkaufs und das gab und gibt es durchaus, war diese Wertzuwachssteuer zu bezahlen. Dagegen haben sich natürlich viele Steuerpflichtige gewehrt und immerhin hat das spanische Verfassungsgericht nun nach vielen anderen Urteilen des Tribunal Supremo, etwa dem deutschen BGH, Einsicht gezeigt, hat aber dann auf einen Schlag am 26. Oktober dieses Jahres, also 2021, diese Steuer in der gegenwärtigen Form für verfassungswidrig erklärt. Mensch, das war schon ein harter Schlag für die Gemeinden. Die erlösen damit 2,5 Milliarden Euro, sind chronisch unterversorgt, was Geld angeht und brauchen dringend jeden Euro. Das heißt, hier kollidierten auf einmal zwei Interessengruppen. Die einen, die ganz schnell noch ein Häuschen, ein Grundstück verkaufen konnten, denn die Steuer war ja verfassungswidrig, und die konnte nicht berechnet werden. Daher gab es einen Zeitraum der rechtlichen Anarchie. Und auf der anderen Seite der Staat, der sagte, Mensch, jetzt muss ganz schnell eine Regelung her, damit uns nicht das ganze Geld flöten geht, was jetzt irgendwelche Verkäufer uns eigentlich hätten zahlen müssen. Und das geschah so, dass am 9. November bereits dieses neue Gesetz in Kraft trat. Und man dachte, mein Gott, jetzt sind alle Probleme gelöst und jetzt ist alles gut. Aber das war natürlich nicht so, denn es haben sich doch einige Änderungen ergeben. Und zwar dadurch, dass
dieses neue Gesetz schnell durchgepeitscht wurde, war es ein Real Decreto, ein Real Decreto. Kein Gesetz, ein königliches Dekret. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass ein königliches Dekret nur von der Regierung erlassen wird und ein Gesetz natürlich, wie sich das in einer Demokratie gehört, vom Parlament verabschiedet wird. Also wir haben hier ein, in Anführungszeichen, ein Gesetz, das gar keine parlamentarische Zustimmung gefunden hat. Und das wurde natürlich auch sehr kritisiert. Man wird sehen, ob das funktionieren wird. Und man kann es auch daran erkennen, dieses neue Gesetz ist ein relativ kurzes Gesetz. Es hat nur 10 Seiten, aber 5 Seiten davon sind die Präambel, wo man erklärt, warum man das alles so machen musste und wie nicht und wie, dass es einfach nicht anders ging. Nochmal wichtig, die Steuersätze wurden nicht geändert. Die setzt nach wie vor die Gemeinde fest, sondern geändert wurde nur die Bemessungsgrundlage. Und zwar in der Weise, dass der bisherigen rein objektiven Festsetzung, wie gesagt, feste Steuersätze der Gemeinde unabhängig von Kauf- und Verkaufspreis, wurde eine zweite Alternative hinzugefügt, wonach der Steuerpflichtige seine Steuer berechnen kann nach dem tatsächlich von ihm erzielten Gewinn und damit auch ausgeschaltet wird, dass er Steuern zahlen muss, wenn er vielleicht überhaupt gar keinen Gewinn erzielt hat. Das heißt, wir haben jetzt statt einer Berechnungsform, haben wir nun plötzlich 2 Berechnungsformen dieser Steuer. Eine objektive, so wie bisher ungefähr, da hat sich wenig geändert, und eine subjektive. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie sich diese subjektive Besteuerung auswirkt. Und zwar passiert das in der Weise, dass tatsächlich der An- und Verkaufspreis gegenübergestellt wird. Also wenn der Gewinn 100.000 Euro wäre, dann wären das diese 100.000 Euro Gewinn. Im zweiten Schritt muss man den Grundsteuerbescheid, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, auch dazu gibt es ein Video übrigens von mir, gerne mal wieder reinschauen, das ist noch unverändert geblieben. In diesem Bescheid steht nämlich drin, was der Wert des Grund und Bodens ist und was der Wert der Aufbauten ist. Das muss dann in Relation gesetzt werden und der Prozentsatz errechnet werden, der aus dem gesamten Katasterwert auf Grund und Boden anzusetzen ist. So, und dann haben wir einen Prozentsatz und diesen Prozentsatz, der wird auf den Gewinn, den wir oben gesagt haben, glaube ich habe gesagt 100.000 Euro, berechnet und dann haben Sie die subjektive Messungsgrundlage zur Berechnung der Wertzuwachssteuer. So, dann haben wir noch daneben, das sollte ich ruhig nochmal erwähnen, wie denn die andere Berechnungsweise ist. Da wird einfach der Katasterwert genommen, der im Steuerbescheid zur Grundsteuer IBI drinsteht und multipliziert mit einem Koeffizienten, der genau in diesem Gesetz drinsteht, das ich eben erwähnt habe. Das läuft von 0,13 bis zu 0, in einem Jahr und 0,45 bei mehr als 20 Jahren. Nach 20 Jahren, wie gesagt, hört es auf. Aber neu ist übrigens auch, dass die Wertzuwachssteuer, die Plusvalier, auch dann anfällt, wenn das Eigentum auch nur für weniger als ein Jahr bestanden hat. Das war früher nicht so. Steuerschuldner ist immer der Verkäufer. Das heißt, der Verkäufer muss diese Steuer bezahlen, was ärgerlich ist. Und das ändert leider unsere Philosophie und unsere Strategie bei Immobilienverkäufen deutlich. Wir haben es immer so gemacht, wenn Käufer eine Immobilie werben, dass wir diese Steuer vom Kaufpreis abgezogen haben. Warum? Weil nämlich der Käufer, also mein Mandant, auch für diese Steuer bei Nichtzahlung haften würde. Und wenn der Verkäufer irgendwo aus England oder aus einem ferneren Ausland stammt und verschwunden ist und kein Vermögen mehr in Spanien hat, wie soll ich an den Mann rankommen? Insofern hat man es einbehalten. Das wird jetzt nicht mehr gehen, denn jetzt kann der Verkäufer ja mit Fug und Recht behaupten, pass auf Leute, ich nehme die subjektive Variante, nicht die objektive, und dann müsste ich dir ja meinen Kaufpreis offenlegen und dazu habe ich keine Lust. Also das ändert die Philosophie in der Zukunft für Immobilienverkäufer. Nach wie vor ist die Steuer innerhalb von 30 Tagen abzuführen und der Notar wird wie immer auch die Gemeinde informieren darüber, dass diese Urkunde protokolliert wurde und dass hier ein Fall der Plusvalier angefallen ist. Ich kann also nur sagen, es ist wichtig, dass man sich auf diese Grundsätze jetzt berufen kann, nicht muss. Man sollte vielleicht als erstes
die objektive Steuer berechnen und dann schauen, ob er bei einer subjektiven Berechnung besser dran ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.